Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid auf meinem Kanal. Ich begrüße euch ganz herzlich. In den letzten Videos habe ich ja relativ große Projekte gemacht, also die bunte Häuserwelt aus Karton und das Zirkuszelt. Das waren ja relativ große Projekte und haben entsprechend viel Zeit in Anspruch genommen, also von der Herstellung her. Das kann ich heute nicht machen, denn ich brauche die Zeit, um die 2000 Abonnentenverlosung vorzubereiten. Ich habe also nicht so viel Zeit für das heutige Würfelvideo. Wir würfeln für die Woche 42. 42, gell, die Antwort auf alle Fragen, das Universum und so weiter. Und ich hoffe, dass hier auch tatsächlich in unseren Losen die Antwort auf alle Fragen drin sein wird. Es sind noch 6 Lose drin. Wir ziehen noch insgesamt 3-mal die Würfel, die Lose, und dann ist die Sache erledigt. Ich habe die Würfel, ich habe die Lose und wir legen einfach mal los. Ich möchte ein kleines Projekt starten. Dazu brauchen wir nicht sehr viel Material. Wir brauchen große Büroklammern. Ich habe mir hier mal 3 verschiedene ausgewählt. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. So, also 3 große Büroklammern habe ich mir jetzt mal hier bereitgelegt. 2 ganz große und die hier ist ein bisschen kleiner. Ich sage euch auch gleich, wie groß das die sind. Schauen wir mal. Die ist also 4,5 cm ungefähr und die beiden ganz großen sind 7 oder 7,5 oder sowas. Ja, 7,5 cm lang. Also die habe ich mir mal hierher gelegt. Dann brauchen wir Perlen. Und zwar Perlen, die nicht ganz riesig sind. Ich habe hier dieses Perlensortiment vom Teddy, ist das, glaube ich. Das sind recht hübsche Glasperlen drin. Seht ihr? Die haben einen sehr, sehr schönen Schimmer. Und dann brauchen wir vielleicht noch ein paar Perlen. Ich habe noch ein paar andere. Moment. Die hole ich gerade mal hier aus meinem Sortierkistchen raus. Und zwar haben wir hier kleine. Die sind jetzt relativ klein. Das sind diese, heißen die Saatperlen oder Rokai heißen die, glaube ich, gell? In so blau-türkistönen. Die wären vielleicht schön geeignet für das Unterwasserthema. Und dann habe ich noch, die habe ich schon sehr lange. Das sind auch Rokai. Die sind ganz witzig, denn die sind gestreift in sich. Ist eigentlich ganz witzig. Die stelle ich mir auch mal bereit. Und dann stelle ich mir auch noch bereit, hier diese Schwarz-Kupfer-Silber-Bronze aussehen. Ich finde, die würden super zu Steampunk passen. Also diese Variationen stelle ich mir jetzt mal hier hin. Ich weiß nicht, ob ich die alle verwenden werde. Wahrscheinlich ja eher nicht. Aber wenigstens habe ich sie jetzt schon mal an meinem Platz griffbereit. Dann habe ich mir noch eine kleine Plastikschüssel bereitgestellt, da kann ich so ein paar Perlen reinschmeißen. Dann habe ich als nächstes Draht. Und zwar habe ich hier so bunten Schmuckdraht oder ja, wie sollte man den nennen? Das ist so ein Bindedraht oder vielleicht ist der auch für Schmuck geeignet, ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. So, könnt ihr überhaupt irgendwas sehen? Weil ich habe jetzt so nah rangezoomt, dass ihr wahrscheinlich von dem Zeug hier gar nichts mehr seht, ne? So. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzuschieben alles. So, also das ist so ein bunter Draht. Der ist 0,18 mm stark. Gibt es so auf der Spule mit 25 Meter. Das heißt, ich werde da ungefähr 387 Jahre brauchen, bis ich das alles verwendet habe. Wenn ihr so einen bunten Draht nicht habt, dann habt ihr aber vielleicht so einen ganz einfachen Zinkdraht oder einen Kupferdraht oder einen Messingdraht oder ihr habt einfach so einen grünen Blumenbindedraht. Die gibt es ja auch auf solchen Spulen. Also irgendeinen Draht, wenn ihr gar keinen Draht habt, dann nehmt ein altes Kabel, macht die Plastikhülle runter und dann habt ihr Kupferdraht. Nur mal so eine Idee, wenn ihr gar nichts anderes habt. So, das sind die Materialien. Dann brauchen wir noch eine kleine Zange. Wahrscheinlich brauchen wir eine kleine Zange, das weiß ich noch nicht genau. Das ist jetzt eine Schmuckzange hier oder Elektronikzange. Die ist halt recht spitz vorne, damit kann man Ösen biegen und den Draht schön in die Kurve legen sozusagen. Das wäre also etwas, was wir eventuell brauchen und wir brauchen einen Drahtschneider. Den empfehle ich euch auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich selbstverständlich den Draht mit einer ganz normalen Schere schneiden. Aber ich sag's euch gleich, ihr werdet euch die Schere damit langfristig ruinieren. Denn mit jedem Schnitt in Draht wird diese Schere ein Stückchen stumpfer.
Und ich habe diese kleine Zange, um Draht zu schneiden. Das kostet nicht die Welt, so ein Gerät, kann man in jedem Baumarkt kaufen und das rettet eure Scheren. Also letztlich spart euch das Geld, wenn ihr mit Draht arbeitet und verwendet so eine kleine Schneidezange. Ja, aber jetzt wollen wir mal loslegen. Und zwar habe ich ja vor, ja, was habe ich denn eigentlich vor? Ich habe vor, es ist furchtbar mit mir, es ist so schrecklich. Echt. Ich möchte diese Büroklammern verzieren und zwar mit Perlen. Ja, das ist so der Grundgedanke. Wie das jetzt genau vonstatten gehen könnte, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, aber ich möchte es jetzt einfach mal ausprobieren. Und zwar möchte ich es mit einer großen Klammer ausprobieren, mit diesen steampunkigen Perlen hier, die so metallisch schimmern und so ein bisschen Bronze, Gold, Silber, Stahlfarben sind. Damit möchte ich das zuerst mal versuchen. Und ich möchte dazu, welche Klammer nehme ich denn? Nehme ich die für Steampunk oder die kupferfarbene? Das ist eigentlich egal, oder? Oder nehmen wir die goldene? Ach, nehmen wir mal die goldene Klammer. Genau, wir nehmen die goldene. Ich schütte mir hier ein paar Perlen rein, weil es ist einfacher, da Perlen rauszuholen, als aus dieser tiefen Dose. Alles andere schiebe ich ein bisschen aus dem Weg. Wir haben jetzt diese Perlen hier. Wir haben unsere Büroklammer und wir entscheiden uns für irgendeinen Draht. Also entweder zum Beispiel jetzt diesen Zinkdraht oder ich nehme jetzt mal in dem Fall nehme ich einen kupferfarbenen Draht. Ich werde davon mir jetzt erstmal, oh Gott, ein Stück abmachen. Puh, der Anfang ist ein bisschen schwierig, da rauszufriemeln, aber das macht ja nichts. Und ich werde mir jetzt ungefähr 50 Zentimeter, also das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe ungefähr, seht ihr den Draht überhaupt? Der ist so dünn. Ja, hier, ne? So. Also ich werde mir ungefähr 50 Zentimeter davon abschneiden und zwar mit der Zange. So. Jetzt werdet ihr bestimmt sagen, ja, aber der Draht ist ja so dünn wie ein Faden. Da macht es doch nichts, wenn ich eine Schere nehme. Ja, ein, zwei, dreimal macht es nichts, aber irgendwann ist die Schere stumpf. Das verspreche ich euch, das ist so, das wird so sein. So, ich möchte jetzt an der Büroklammer diese lange, glatte Seite, die möchte ich verzieren, also genau diese obere Seite hier. Und deswegen werde ich jetzt erstmal, ich lege den Draht einmal an einem Ende, gehe ich einmal da durch, dann nehme ich diese beiden, also das kurze Stück und das lange nebeneinander und ich werde das jetzt erstmal verdrehen, sodass dieser Draht an der Büroklammer befestigt ist. Das mache ich jetzt ein paar Mal, sodass das wirklich bis oben hin einfach fest ist. So, jetzt haben wir an der Büroklammer, wo seid ihr denn? Da. Jetzt haben wir an der Büroklammer den Draht. Soweit, so gut, oder? Alles klar. Jetzt geht's los mit unseren Perlen. Oder nein? Quatsch. Wir ziehen jetzt mal los. Wir ziehen erstmal los, bevor wir weitermachen. Ja, was soll denn hier? Na, was soll denn das? Und ein Schluck Kaffee muss auch immer da drin sein. Ah, wunderbar. So, jetzt aber ein Los aus den restlichen sechsen. Ziehen wir ein Los. Nehmen wir das hier. Das nehmen wir. Hoppala. Nicht aus dem Bild hüpfen. Und dann schauen wir, was da drin steht. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was in diesen Losen drin steht. Aber das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ne? Ich habe die geschrieben, habe die aufgewickelt und habe sofort vergessen, was ich da überhaupt alles reingeschrieben habe. Ne? Total verrückt. Also, es ist aufgerollt. Ich sehe nur nichts. Achtung, jetzt kommt's. Halloween! Na, das passt ja super. Das passt ja super. Halloween, das ist ja jetzt die Zeit. Es geht drauf los. Also zu Halloween, da fällt ja sicher jedem von euch was ein. Das ist doch gar kein Problem. Kürbis. Ja, zum Beispiel Kürbis. Ein bisschen was Unheimliches, Gespenster, solche Sachen. Ne? Jeder hat eine Idee dazu. Super. Gefällt mir. So, jetzt geht es aber weiter mit unserer Büroklammer. Wir haben den Draht daran befestigt. Und jetzt nehme ich mir mal das andere Ende von dem Draht. Dieses hier. Das, wo nichts dran ist. Und ich werde jetzt mir hier mal zwei, drei, erstmal hier drei Perlen auffädeln. Ne? Drei Perlen habe ich mir mal hier aufgefädelt auf den Draht. Die ganzen Perlen schiebe ich jetzt nach hinten.
So, jetzt sitzen die hier direkt über der Büroklammer. Ne? Und jetzt nehme ich den Draht und führe ihn. Oh, der ist wirklich, das ist wirklich furchtbar, weil der so lang ist, aber ich weiß nicht genau, wie viel man braucht. Deswegen habe ich ihn lieber ein bisschen länger geschnitten. Ich komme jetzt von unten durch die Büroklammer. Ich halte diese Perlen in der Hand fest. So, jetzt liegen die Perlen so über der Klammer und der Draht kommt jetzt hinter der letzten Perle von unten wieder hoch. Und ich gehe jetzt mit dem Draht nach oben wieder und zwar so, dass er zwischen die zweite und dritte Perle durchgeht. Ist das verständlich? Ich hoffe. Moment, ich versuche euch das noch mal ein bisschen deutlicher zu erklären hier. Das ist gar nicht so einfach. Zwischen der zweiten und dritten Perle geht jetzt dieser Draht hoch. Seht ihr das? Nee, seht ihr natürlich nicht, weil er wieder runtergerutscht ist. Ist ja klar. So, jetzt aber hier an dieser Stelle, da geht es jetzt hoch. Okay? Man muss am Anfang ein bisschen aufpassen, aber irgendwann hält das Ganze ja von selbst. So, jetzt gehe ich wieder runter und ich gehe jetzt noch mal runter. Ziehe wieder den Draht da durch die Büroklammer und gehe noch mal nach oben durch diese Lücke. Dann nehme ich das Ende vom Draht und gehe von links durch diese letzte Perle durch. Und dann ziehe ich den Faden durch. Also den Faden, naja, den Draht, den ziehe ich jetzt durch. Genau, jetzt habe ich nämlich hier noch dieses Endstück da, was da noch übergestanden war, vom Zusammendrehen der Fäden. Aber will ich das eigentlich da abschneiden an der Stelle? Vielleicht will ich das an der Stelle gar nicht abschneiden. Man will das runterdrücken. Ah, ich weiß es noch nicht. So, jetzt mache ich das ganze Spielchen wieder. Ich nehme wieder drei Perlen auf. Also schieb mir wieder drei Perlen auf. So, wieder drei Stück. Wie hier. Schieb die wieder nach hinten, bis sie an der Büroklammer sitzen, quasi. So, jetzt mache ich genau das gleiche wieder. Ich gehe wieder nach innen rein mit dem Draht. Ich komme hoch und lege den Draht zwischen der zweiten und der letzten Perle durch. Noch einmal das ganze Spiel. Ja, da bin ich weggerutscht, da sitzt es nicht richtig. Man muss dann schon ein bisschen aufpassen. Man muss die Perlen tatsächlich mit den Fingern festpressen, sonst klappt es am Anfang nicht. So, jetzt mache ich das, gehe ich nochmal hoch, komme wieder innen durch. Und jetzt gehe ich mit dem Ende wieder durch diese letzte Perle von links nach rechts. So, dass wir jetzt schon sechs Perlen angebracht haben an unserer Büroklammer. Sechs kleine Perlen sitzen da jetzt. So, und das Ganze, das mache ich jetzt einfach eine Weile weiter. Bis ich der Meinung bin, dass es genug ist, gell? Schluck Kaffee. Oder bis der Draht hier zu Ende ist, so dann kann man es auch machen. Thank you.
mal gar nicht so übel, oder? Ich finde das jetzt mal gar nicht so schlecht. Das machen wir jetzt mal noch weiter. Aber jetzt würfle ich erstmal den Würfel und ich würfle den Themenwürfel. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Also, das ist jetzt echt spannend. Mal ein bisschen, Platz machen hier, sonst seht ihr nichts. Halloween und Tier oder Pflanze. Ja, das ist ja nicht so schwer. Also, wer jetzt gar keine Idee hat, der nimmt einen Kürbis, ne? Weil das ist Pflanze und das ist Halloween. Tier oder Pflanze? Halloween, Tier oder Pflanze? Ja. Warum nicht? So, weiter geht's. Ich mache das Ganze hier jetzt noch mal ein Weilchen weiter, bis ich hier so ungefähr am Ende angekommen bin. Und dann, dann schauen wir wieder, ne? Dann sehen wir uns wieder. Ja, ihr wisst Bescheid. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt hier am Ende angekommen. Ich habe das jetzt genauso die ganze Reihe hier weitergemacht, so wie ich es am Anfang beschrieben habe. Immer drei Perlen umgewickelt. Und jetzt bin ich am Ende angekommen. Jetzt wird mir dann das Drahtstück hier zu kurz für noch eine Perle. Und jetzt muss ich aber dieses Drahtstück hier auch ein bisschen sichern, damit sich das Ganze nicht wieder auffriemelt. Jetzt nehme ich das und gehe rückwärts durch einige Perlen wieder durch. Es kann sein, dass ich da jetzt nicht allzu viele schaffe in einem Step. Dann muss ich eben mehrmals ansetzen, das ist auch kein Problem. So, jetzt komme ich da an irgendeiner Stelle wieder raus, das macht überhaupt nichts. Jetzt habe ich vier Stück drauf, jetzt gehe ich einfach da nochmal ein Stückchen weiter, versuche da in die Nummer 5 reinzukommen, mache mir ein bisschen Platz mit dem Fingernagel, dann wird das schon irgendwie gehen. Man kann die auch so ein bisschen so seitlich auseinander bewegen, dass man da wieder zwischenkommen kann. Und wenn dann da überhaupt nichts mehr geht, macht auch nichts, dann kann man das auch immer noch sichern, indem man durch diese Schlaufen, die sich jetzt da vom Draht gebildet haben, dass man da durchgeht. Ich schiebe da mal was durch. Ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt, was ich da mache. Da kann man auch durchgehen, durch die Schlaufen hier. So, jetzt geht der Draht da durch. Seht ihr das? Jetzt geht er durch diese Schlaufe und ich ziehe einfach den Draht jetzt hier fest. So, und wenn das Ganze dann fest genug ist, nehme ich meine Zange, schneide den Restdraht weg. Und habe jetzt meine Büroklammer verziert. So, jetzt muss ich noch entscheiden, wo will ich mehr Perlen haben. Will ich mehr Perlen im unteren Bereich oder mehr im oberen Bereich haben? Denn ich kann das Ganze jetzt auf der Büroklammer natürlich verschieben. Ne? Wenn ich jetzt meine, okay, oben soll mehr sein, da wo sie quasi aus dem Heft rausguckt, dann schiebe ich mir das so. Oder ich schiebe mir eben alles nach unten. So, das ist die einreihige Variante. Es gibt noch mehr Varianten. Und ich mache dann mit euch zusammen jetzt noch eine andere Variante. Aber jetzt stecke ich das kurz noch auf ein Papier, damit ihr sehen könnt, wie denn das aussieht, wenn man das auf ein Papier steckt. So, ich nehme hier einfach, das ist einfach nur weißer Zeichenblock. Gell? So. So ist das dann, wenn man es einfach an die Seite steckt. Man kann da natürlich zwischen die Perlen auch noch andere Sachen einbauen. Man kann zwischen die Perlen auch noch Gebamsel einbauen, Dingeldangel, man kann auch was dranhängen, irgendwie kleine Federn oder Zahnräder oder irgendwas, das kann man alles mit dem Draht mit verknüpfen und da dranhängen. Und jetzt habe ich hier halt am oberen Rand diese Kante, aber vielleicht ist mir das dann doch zu weit, vielleicht möchte ich doch nur ein bisschen rausstehen haben, dann schiebe ich mir das Ganze wieder runter, ja, so vielleicht, mach das wieder an meine Seite hier, so. So dass dann oben einfach nur ein bisschen rausguckt und ein bisschen mehr hier an der Seite ist. Also mir gefällt das sehr gut, das hat was Edles irgendwie. Ja, und das ist eben das erste, die erste Variante. Wir machen natürlich noch eine zweite Variante mit, ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, vielleicht machen wir das sogar mit der kupfernen Nadel, die ist ein bisschen kleiner, geht vielleicht ein bisschen schneller. Aber bevor wir weitermachen mit der kupfernen, ziehe ich ein Los. Noch 5 Stück drin. Ich schaue nicht hin, wenn ich das hier rausziehe. Ich habe 1. Schauen wir mal. Hoffentlich passt es zu Halloween. Aber wenn es überhaupt nicht zu Halloween passt, weil es jetzt hier irgendwie Theater, obwohl Theater würde ja auch noch passen, ne? Weil das jetzt Ostern ist oder so, dann flippe ich aus. Ne? Dann flippe ich aus, sag's euch.
So, ich roll das wieder auf unter meinem Finger. Ich sehe nichts, ich sehe es nicht, genauso wenig wie ihr. Und haltet die Daumen, drückt die Daumen, dass das was Gescheites ist. Steampunk! Oh, Halloween und Steampunk. Das passt gut. Das passt richtig, richtig gut. Ja, super geil. Oh, Entschuldigung, das sollte ich nicht sagen, ne? Das ist richtig cool. Richtig, richtig gut. Ich freue mich. Super. So, wir machen weiter mit dieser kupferfarbenen Nadel. Und ich möchte diesmal diese Perlen verwenden, die so ein bisschen nach Meer ausschauen. Oder nehme ich die großen? Nein, ich nehme diese hier, die nach Meer ausschauen. Die möchte ich verwenden. Die anderen, die schwarzen, kommen jetzt weg. Die Frage ist jetzt nur, machen wir es mal mit so einem... Wir machen das mit einem blauen Draht. Dunkelblau, ja. Ja, die anderen Farben passen jetzt nicht so gut. Wir machen das mit dem blauen. Ich werde mir wieder... Wir fangen ganz genauso an wie vorhin. Hoppala, man kann den sogar abreißen, den Draht. Oder ich bin Herkules geworden. Das kann natürlich auch sein. Der ist so fest gerade. Oh, Himmel. Der ist wirklich fest da drin. Das ist ja krass. Das ist ja super krass, wie fest der da reingequetscht ist. Vielleicht ein bisschen zu fest, ne? Da haben die Hersteller es ein bisschen zu gut gemeint, weil der so ist. Der ist nämlich noch fabrikneu. Der war noch eingepackt. So, ich mache mir da wieder so einen halben Meter runter. Ja, auch wenn die Büroklammer jetzt kleiner ist. Halber Meter ungefähr. Abschneiden mit der Zange natürlich, wie sonst. So, wir fangen hier wieder genauso an wie bei der anderen. Einmal durchgehen mit einem Stück. Und dann die beiden Drahtenden verzwirbeln. Kann man auch gut machen, indem man diese Büroklammer einfach so dreht. Drehen, 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 drehen. Und dann verzwirbelt sich das ganz fest. Zeige ich euch gleich. Bis zum Ende verzwirbelt sich das, seht ihr? So, jetzt ist das hier einfach alles so richtig zusammengezwirbelt. Und jetzt können wir loslegen. So, wir nehmen wieder drei Perlen auf den Draht. Ich gebe mir wieder, ich gebe mir die jetzt mal in den Deckel hier rein, ein paar Perlen. So, da braucht man ja nicht viele, ne? Man braucht ja wirklich nur ein paar. Ich nehme da jetzt auch keine besondere Reihenfolge, so wie sie jetzt kommen. So nehme ich sie. Und wir machen genau das gleiche Spielchen wieder. Ich versuche aber die ersten Perlen auf beide Drahtenden zu schieben. Also das gezwirbelte und den laufenden Draht. Dann gibt es noch mehr Sicherheit am Ende, noch mehr Stabilität. So, okay, also jetzt gehe ich mit meinem Draht wieder nach innen, in die Büroklammer rein, in die Mitte rein quasi, ziehe das durch, genau wie vorhin, halte meine drei Perlen fest, gehe hinter der letzten einmal durch, gehe wieder nach innen, na, ja komm schon, so, gehe wieder nach innen. Und gehe dann nochmal mit dem Draht durch die letzte Perle. In dem Fall eine weiße. Versuche in den Draht keine Knoten reinzumachen, möglichst. So, überstehende Drahteckchen schneide ich weg. Jetzt haben wir die ersten drei auf der Büroklammer. Und dann geht es erstmal weiter. Thank you.
wird es ein bisschen tricky. Erstmal hole ich mir wieder drei Perlen drauf. Eins, zwei, drei, jawohl. Schieb sie mir nach hinten. Aber jetzt gehe ich nicht weiter so an der Nadel entlang, weil ich möchte jetzt eigentlich, ich möchte am unteren Ende meiner Nadel eine Verzierung haben. Und zwar nur am unteren Ende. Ich gehe jetzt in die andere Richtung zurück. Also ich gehe jetzt hier in diese Richtung. Und da mache ich mir jetzt, gehe ich jetzt in die dritte Perle rein mit dem Draht. Und gleich wieder raus. Also nur durch diese dritte Perle, die direkt hier auf der Büroklammer ist, gehe ich rein und gleich wieder raus. Und da habe ich so einen Knoten, wie ich gemeint habe, was man vermeiden sollte hier, so etwas. Das macht so scharfe Kanten im Draht und das zieht, dann kann man nicht mehr gut durchziehen durch die Perle. Hier versuche ich das aufzulösen kurz. So. So. Jetzt habe ich da so ein kleines Ringlein quasi produziert an der Stelle. Seht ihr das? Genau, da ist jetzt so ein Ringlein entstanden. Genau das Gleiche machen wir jetzt nochmal. Wieder drei Stück aufnehmen. Suche mir auf der Büroklammer die dritte Perle. Eins, eins, zwei, drei. Das ist diese blaue hier. Gehe durch die blaue Perle und gleich wieder raus. Wenn ich den Faden da, wenn ich das nicht packen kann mit dem Finger, dann nehme ich meine Zange zu Hilfe und packe das und ziehe es dann durch. Manchmal kann das so ein bisschen tricky sein, ne? So. Jetzt habe ich da noch mal so eine kleine Schlaufe produziert, seht ihr? Wieder eine kleine Schlaufe. So, Spielchen machen wir noch mal. So, jetzt haben wir hier vier so kleine Schlaufen produziert. Und das ganze Spielchen können wir jetzt noch weiter treiben, indem wir jetzt zurückgehen, in diese Mitte hingehen. Da will ich hin. Ich komme ja hier aus der letzten Perle, komme ich gerade raus. Da bin ich rausgekommen und ich gehe jetzt dadurch, durch zwei Perlen dieser Schlaufe, gehe ich durch, ziehe durch. So. Jetzt nehme ich vier Perlen auf. Oder nein, ich nehme sogar fünf Perlen auf. Ich möchte das jetzt mit der Reihe beenden. Ich hoffe nur eins, dass das im Video... Wie viel habe ich denn jetzt hier? Vier, ne? Jetzt habe ich vier. Genau, ich möchte fünf Perlen aufnehmen. Fünf Perlen. Ich hoffe nur, dass das im Video dann auch alles tatsächlich zu sehen ist und dass ich hier nicht eine Million Mal aus dem Bild gerutscht bin und ihr gar nichts gesehen habt. Das wäre doof. Jetzt habt ihr ja hier die nächste Schlaufe, die zweite von den neuen Schlaufen. Und da brauchen wir jetzt die mittlere Perle von der Schlaufe. Da gehen wir mit dem Draht durch, durch die mittlere, nur durch die mittlere. So, jetzt haben wir da noch eine Schlaufe nach außen gebildet. Das ganze Spielchen nochmal. Nochmal fünf Stück. Jetzt brauchen wir die mittlere Perle von der dritten Schlaufe hier, von dieser. Das ist die weiße da. Müsste man jetzt nur irgendwie reinkommen. So, jetzt haben wir es. Gut, rein und wieder raus und durchziehen. Festziehen. Jetzt haben wir da noch so eine Schlaufe. Und jetzt noch einmal das Ganze, nochmal fünf.
Jetzt haben wir am unteren Ende dieser Büroklammer so eine Art Spitze aus Perlen gearbeitet. Das kann man jetzt natürlich auch noch weiter treiben. Ne? Ihr könnt da ja immer weitergehen. Ihr könnt auch lange Sachen hinmachen. Ihr könnt Fransen hinmachen. Da kann man jetzt alles Mögliche damit machen. So, ich muss das aber jetzt natürlich noch fixieren. Und dazu gehe ich jetzt tatsächlich mal noch ein bisschen weiter an den Rand runter. Weil ich möchte da unten fixieren in der unteren Reihe. Aber eigentlich kommt es natürlich auch nur darauf an, dass ihr da durchkommt mit dem Draht. Ne? Wenn man nicht durchkommt, dann kann man auch nicht da unten fixieren. Das ist irgendwie auch logisch. Aber ich würde schon gerne im unteren Bereich das Ganze fixieren. Ich habe mir auch schon gedacht, man könnte eventuell, jetzt kommt es da irgendwo raus, das weiß ich jetzt noch nicht, aber nach der zweiten Perle kommt es raus. Man könnte das Ganze eventuell auch mit einer Nadel machen. Es gibt ja so Perlennadeln, mit denen man dann so Schmuck machen kann oder weben oder sowas. Und damit kann man das bestimmt ganz grandios machen. Möglicherweise. Also das Sichern ist tatsächlich irgendwie das Schwierigste an der ganzen Sache. Aber ich glaube, wenn ich jetzt durch drei durch bin, dann ist es auch schon gut. Dann dürfte es reichen. Dann gehe ich nochmal unten ein, zweimal rum. Zwischen den. So, ich glaube, das reicht, weil da ist ja jetzt auch keine Belastung drauf. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass da ständig irgendwie dran rumgezuppelt wird oder so. So, jetzt haben wir da noch eine fertiggestellt. Ich finde es ganz süß. Ich mache es mal an die Seite, damit ihr seht, wie das nun wieder aussieht. So, jetzt haben wir da unten was dran. Man kann natürlich auch, wenn man sagt, was soll ich denn da unten mit dem Ding? Das ist doch totaler Quatsch, das will ich nicht. Dann kann man natürlich auch Folgendes machen, das Ganze wieder packen hier. Und einfach nach oben hinschieben. So, dann habt ihr es oben an der Seite. Wie ein kleines Lesezeichen, ne? Kleinen Marker. Das geht auch. Also Ding ist beweglich. Ihr könnt das hin und her schieben, wie ihr das wollt. Ich finde es jetzt eigentlich ganz süß. Man könnte natürlich auch hier an der Seite solche Bogen hinmachen. Wenn der Draht irgendwie zu Ende geht, bevor ihr mit der ganzen Perlenauffädelei fertig seid, dann könnt ihr den Draht anknüpfen, indem ihr die Drahtenden fest zusammenzwirbelt und Perlen drüber schiebt. Das geht eigentlich ganz gut. So, uns fehlt jetzt aber noch eine Sache. Uns fehlt jetzt noch, sage ich euch gleich, uns fehlt noch ein Würfel. Ja, ein Würfel fehlt noch. Muss doch schnell noch würfeln. So, Moment, jetzt holen wir mal dieses ganze Drahtgesumse hier weg. Das ist irgendwie jetzt gerade, kann weg. So. Also, Materialwürfel, Leute. Materialwürfel. Und los geht es. Sticker. Okay, Halloween. Sticker. Tier oder Pflanze, Steampunk. Okay, das passt eigentlich ganz gut. Ja, kann man nichts sagen. Supi. Schaut. Das ist doch echt klasse. Das sind doch schöne Prompts, oder? Das ist doch super. Das ist doch richtig klasse. Also mir gefällt das total. Ich habe sofort, glaube ich, Ideen dazu. Grandios. Ich freue mich schon aufs Wochenende, wenn ich das machen darf mit euch zusammen. Bin super gespannt, was ihr macht. Ja, Tier oder Pflanze, Sticker, Steampunk, Halloween. Wunderbar. Ein Träumchen ist das. So, ich zeige euch jetzt nochmal diese beiden Klammern hier, die wir gemacht haben mit Perlen. Ich finde sie ganz, ganz süß. Also ich denke wirklich, da kann man eine Menge mit anfangen. Bitte bleibt kreativ, bleibt gesund auf jeden Fall und junkelt euch was Schönes. Tschüss!